Hallo und willkommen, meine lieben Herrschaften, zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal habe ich eigentlich einen Zug vor dieser Situation jetzt abgeschlossen. Nachdem ich aufgehört habe, habe ich noch ein wenig weiter gespielt und bin dann erst nach dem ersten Zug drauf gekommen, dass ich vielleicht hätte abspeichern sollen. Ich habe in diesem Zug tatsächlich einen Alien bereits im Schiff erledigt, was ich gut finde. Hier hinten haben wir auch einen Alien erledigt, aber das haben wir schon vorher gemacht. Interessanterweise ist niemand von uns gestorben, nur da die zwei. Das war sehr mies und die zwei. Also vier Leute sind verstorben. Ich hoffe, das bleibt bei vier Leuten. Im Schiff müssten zumindest noch einer oder vielleicht zwei Aliens sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, gut. Lass mal in die Richtung gehen. Passt. Hier dürfte es wohl nichts mehr geben. Okay. Nö, du wartest noch. Fangen wir mit dir mal an. Okay. Gut, da ist ein Alien. Schießen wir mal drauf. Und noch ein Alien weg. Okay, schaut gut aus. Glaube, die Aliens kommen eher von links. Zumindest ist das meine Erfahrung. Auch in die Knie. Auch in die Richtung. So. Stinker. Okay. 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 Biene Meier. Fertig. Okay. Noch ein Alien. Hier irgendwo rumgelaufen. Ich würde mal fast sagen, wir haben die meisten Aliens erledigt. Geklungen, als wäre nur noch ein Alien da unterwegs. Schauen wir mal, da ist zumindest keines zu sehen. Die Richtung und Entdeckung. Du bleibst auch in die Richtung und Entdeckung. Okay.
ist das bei dir? Okay. Noch ein XCOM mit Poetiv gestorben. Ärgerlich. Jetzt sind tatsächlich 5 verstorben. Dummes Alien. Vielleicht hätte ich doch in das Zimmer gehen sollen. Gaff. Aber immerhin haben wir eine UFO-Navigation erbeutet. Und 9 Alien Corpses recovered. Und 8 Aliens umgebracht. Haben wir das Alienschiff abgeschossen? Wahrscheinlich. Und ein neuer Sergeant. Ach ja, das heißt, wir brauchen nur 5 neue Soldaten. So, sonst irgendwas, was wir noch brauchen? 750.000. Vielleicht ein paar. Na, no, haben wir noch 40. Das passt schon. Aber vielleicht verkaufen wir ein paar Sachen. Zum Beispiel haben wir jetzt schon 16 Sektoidenkörper. Verkaufen 15 davon noch glatt. Ja, diese Sachen behalten uns alle, wer weiß, wozu wir die noch brauchen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die UFO-Navigation für irgendwas brauchen können. Später sollten wir mal die Forschung haben. Okay. Noch ein UFO. Und zwar über Italien. Oh. Warte mal. Ah, das machen wir eh schon. Warte jetzt mal, wir müssen unseren Sky Ranger richtig ausstatten noch. Haben wir noch eine Laser Rifle? Nein. Noch immer nicht. Ärgerlich. Haben wir noch ein paar Crewmember? Ja. Aber wen nehmen wir da? Die sind alle gleich gut, oder? 2, 3, 4, 5. Aber wir werden den Sergeant weiter nach hinten stellen und den Captain. Und auch den zweiten Sergeant. Einfach deshalb, weil ich nicht mag, dass die sterben. Könnten die in Frankreich abschießen vielleicht? Das wäre cool. Außer wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Und UFO Crashlands. Aber es ist gerade Nacht, oder? Jo. Warten, bis es Tag wird. Ich habe echt keine Lust da. Dorthin zu kommen, bevor wir was sehen. Na, an der französischen Grenze, das ist noch nicht schlecht. Jo. Beginnen wir die Mission.
Okay, außerdem werden wir speichern danach. Amon Missenga bleibt bei der Schusswaffe. Torin Bucklin, naja gut, soll sein. Eine Rakete für die Dominika. Stärke 33. Wird schon passen. So, ich geschossen. Satoichi Yasuaki AB. Denker Mikusova, Sabine Meyer, der neue Sergeant, die ist aber auch sehr stark. Vielleicht sollten wir ihr diese Knarre geben. So in Me. Okay, gut. Okay, wir speichern wieder ab. Wir speichern wieder ab. Und dann schauen wir weiter. Wäre schön, wenn wir hier. Upsi. Upsi. Da schießt ja gleich wer auf uns. Hast du ein Medikit? Dann wirst du als erstes mal Dings machen. Heal, heal, heal. So. Au! Na, geh bitte! Das habe ich nicht getan. Ich habe ihn angeklickt. Ach, verdammte Steuerung. Ich glaube, ich werde jetzt gleich neu laden. Ich glaube, das mache ich wirklich. Es tut mir leid, Freunde. Wobei andererseits, wenn ich jetzt neu lade, stirbt er mir vielleicht auch. Wurscht. Der ist jetzt gestorben, nicht weil ich zu blöd bin, sondern weil ich einfach eine schlechte Steuerung von mir gegeben habe. Mal schauen, wenn wir da hergehen, sehen wir den Alien. Okay. Hat nicht viel geholfen. Okay, ich glaube, ich lade doch noch einmal neu. Das ist ja ärgerlich. Okay. Von da drüben hat auch jemand geschossen. Sag mal, wie viele Schüsse haben denn die überhaupt frei? Kann der schießen zum Henker? Hast du ein Medikit? Yes. Huch. Die hat ja gar keine Verletzung. Ich dachte, die hätte eine. Immerhin hat sie da. Oh, keine Fatal Wounds. Nur ein leichter Kratzer quasi. Verdammt. Okay, jetzt sehen wir den wenigstens auch gleich.
So, mal Folgendes machen. Wir schießen da jetzt drauf. Geht ein gezielter Schuss. Das war irgendwie daneben. Aber ich hoffe, dass es trotzdem stirbt. Blödes Alien. Einfach so abzuschießen. Aber brennt ja überall. Wir sind so unfähig. Wir schießen die ganze Wand weg. Nur nicht das Alien. Gibt's das? Snapshot. Naja, das haben wir gut gemacht. Ja. Ach Gott, das ist so peinlich. Na okay. Ich schaue auch in die Richtung. So, wo ist denn das Alien-Raumschiff da? Du gehst einmal da hier. Du gehst da hier. Du gehst da hier. Wie viele haben wir jetzt verloren zur ersten Schlacht? Verdammt nochmal. Könnten wir aufhören, da irgendwelche armen Leute von uns zu killen? Der steht noch immer da vorne. Ja, gibt's denn das? Willst du mich bitte sterben? Das ist ein Potemkinsches Alien. Das ist so peinlich. Ach weh. Ja, dann schieß halt drauf. Irgendeiner wird. Okay. Wir schießen dieses Haus kurz und klein, nur das Alien treffen wir nicht. Komm schon, töte dieses Alien. Na endlich. War ja auch schon Zeit. Und noch ein Alien, da ist es. Wir haben da so viel, wir haben da jetzt so viel Löcher in dieses Haus geschossen. Im Normalfall sollte dieses Alien eigentlich schon rein deswegen versterben. Wie viele Leute habe ich jetzt schon verloren? Das ist ja urfürchterlich. Jetzt von so einem Mini-Alien-Schiff. So, schauen wir mal, wie groß ist denn die Karte überhaupt? Die muss ja eh aus sein, oder? Deppert. Ich habe schon drei Leute verloren, glaube ich. Und er hat erst zwei verloren. Dummer Alien. So, du gehst dann daher. Schaust in diese Richtung. Und lädst einmal nach. Dann gehst in die Knie. Und wir hoffen einfach, dass uns nichts weiter passiert. So. Wissen ja jetzt, wo dieses Alien ist. Im ersten Stock. Hier hinten. Wir können sogar drauf schießen. Wir treffen dieses Haus sollte irgendwie eigentlich relativ schnell kollabieren. So.
Okay, in die Knie. Warum warst du eigentlich nicht in den Knien? So, die Dame, die leicht verwundet ist, geht einmal davor. Und wir hoffen einfach, dass sie da vorne keinen Blödsinn macht. Denker, du gehst in Position. Sabine. Ich hoffe nicht, dass da noch irgendwelche Aliens rumhängen, die meinen Captain töten. Suen Mei und Min Seo-kyu bleiben noch oben. Oh, das war's schon. Verdammt. Drei Aliens gekillt, zwei XCOM-Operatives verloren. Das Leben ist grausam und bösartig. Aber immerhin, wir haben drei Aliens gekillt. Ist ja auch immerhin schon was. Okay. Hey, und Guadalupe ist Sergeant geworden. Na bitte, langsam aber sicher überleben ja die wichtigen Leute. Gut, wir brauchen noch zwei Soldaten. Das ist so tragisch. Achso, warte mal, wir sollten auch noch Dings kaufen. Wir sollten auch noch für den Rocket Launcher ein paar Sachen kaufen. Okay. Ja, zumindest machen wir keinen absoluten Humbug. So. Equippen wir das Craft. Crew. So, du bist wounded. Das heißt, du bleibst zu Hause, genauso wie du. Eins, zwei, drei. Und die Rookies gehen natürlich in die erste Reihe. Weil wenn wer stirbt, dann einer von denen. Besser die als die starken. Okay, außerdem haben wir endlich ein zweites Laser Rifle. Ich bin beeindruckt. So. Wenn wir ein zweites Laser Rifle haben, können wir eigentlich. Eine Laserpistole mal rausnehmen. Okay. Ein Floater Corps Research completed. Schauen wir uns mal an. Wie ist der hässlich? The creature has been drastically altered by surgery. The device, which seems to form the core of the body, is a life support system taking over the function of heart, lungs and digestive system. This would enable the creature to survive in extremely hostile environments. The brain is smaller than ours, but the sensory organs are very well developed. Okay. Also ein dummes Ding. Locate research. New project. Hoho, Sektoid. Und machen wir den Reaper Corps zuerst. Wir versuchen alles herauszufinden, was nur zu herausfinden ist. Und hoffen einfach. Tja, neues Frischfleisch. Und nochmal neues Frischfleisch. Gut, schauen wir uns die neuen Soldaten mal an. Was die so können.
Maria Watz. Na bitte. Gar nicht einmal so schlecht. Ja. Palav Malik. Wir könnten ihn Kanonenfutter nennen. Vielleicht sollte ich den Namen umbenennen. CF für Cannonfodder. Oder? Na. Die kann ganz gut schießen und hält auch viel aus. Offiziersmaterial also. Ist aber schwach. Aber vielleicht sollte man es wirklich dazu schreiben. Beim Namen. Offizier? Nö. Ich muss etwas anderes machen. Hohe Moral und hohe Firing Accuracy. Brauche ich die anderen Sachen, die hier sind, eigentlich nicht. Meine Reactions ist gut im Kampf, aber ob ich sie habe oder nicht, ist eigentlich wurscht. Und für Throwing Accuracy sowieso Melee Accuracy. Strength ist zwar nett für Sachen, die man tragen kann, aber im Endeffekt. Nehmen wir es BF für Brave und gut im Feiern. Wieder noch. Der ist nur brave. Also hohe Moral. Auch hohe Moral. Auch hohe Moral. Aber wirklich schlecht im Schießen. Oh, das ist gut. Er kriegt wieder beides. Nur brave. Na, wieder noch. Also Kanonenfutter quasi. Ist 40 brave, ja. 40 nehmen wir brave schon. Ist auch brave. Über 60. Ja, so schlecht ist es nicht. Auch brave, aber nicht in der Lage. Ah, wir sind schon bei den Squaddies. Zoe Crossett. Noch brave. Auch recht stark. Sataishi. Schießt gut, ist aber nicht brave. Nehmen wir noch S für Strength. Verwirrt mich das. Hohe Strength. Das Brave. Hohe Firepower. Gregoli Hakgeorgis ist auch brave. Jetzt haben wir auch hohe Feuerkraft. Alles, was über 60 ist. 60 noch nicht, aber alles, was drüber ist. Sagen wir, Feuerkraft ist hoch. Na gut. Du erfüllst die Minimalanforderungen dafür. Wow. Wahnsinn. BF und S ist die. Die ist echt cool. Stanker, die darf ich auf keinen Fall verlieren. Sabine Meyer ebenfalls. Puh. Minseo Gyo. Na gut. Brave und stark ist sie. So in Me. Die ist ein Chicken. Mikhail Sjoborg. Das ist auf jeden Fall brave und stark ist er auch. Okay, unser neuer Sergeant. Die ist brave.
Aber sonst kann es nicht wirklich was. Maria Wass, haben wir gesagt, ist. Ah, die haben wir noch nicht eingeteilt. Ist Brave. Palaf Malik ist ein guter Schütze. Ah, okay, und die haben wir dann schon. Okay, passt. Vielleicht hilft uns das ja, sie besser einzuteilen. Wow, wir haben schon viele Leute verloren. 48 recruited und dann 20 lost. Oh Gott, wir sind so brutal. Aber mit den Armors sollte es etwas besser werden, hoffe ich. Na gut, an dieser Stelle sage ich euch einmal eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns bald wieder.